letzte Scheiß. Dann kann ich die Dinge auf jeden Fall. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist nicht so viel Quatsch. Ja, ja. Scheinen alle gleiche Reichweite zu haben. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Was nehme ich nun? Ah, entscheide dich, entscheide dich, entscheide dich, entscheide dich, entscheide dich. Ich habe hier keine, ich glaube, ich nehme gute Sachen. Nehme ich sehr. Das ist wirklich nicht mein Problem. Interessant, wie sich der Kopf von Dings bewegt. Eigentlich soll er nicken, aber wenn ich so schnell das mache, dann kriegt er irgendwie einen komischen Bubblehead, das Gefühl. Und ich habe Matt abgehängt, ja, wie auch immer ich das gemacht habe. Ich dachte, das wäre. Ich finde ihn gerade hier noch eine gute Waffe, also bitte. Ich weiß, dass so etwas. Und so etwas, was das Spiel um einiges in diesen Spielablauf um einiges erleichtern wird. Und es ist noch nicht mal Betrug in dem Sinne. Das ist kein Cheat, was ich vorhabe. Das ist, wenn man einigermaßen sich umschaut, sogar vielleicht eine perfekte Lösung. Und ich sag nur eins, Mindcrawler sind gefährlich. Und jetzt können wir in die Burg. Entschuldigung, dass ich keinen Umweg gemacht habe, ich wollte Dietrich hier vorbesorgen. Nämlich... Tada, wir können jetzt in die Burg und da hinten sind die Feuermagier. Yay, jetzt kriegen wir alles, was wir wollen, jetzt kriegen wir alles, was wir wollen, oder so ähnlich. Du darfst keinen Fuß über diese Schwelle setzen, es sei denn, Meister Koristo gestattet es. Mal wieder ein Torwächter. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Das ist Koristo. Was willst du von ihm? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Bist du ein Bote aus der Außenwelt? Ja, ein Magier gab mir den Brief, kurz bevor sie mich in die Kolonie geworfen haben. Was macht Matt hier drin, ne? Der hat keine Erlaubnis. Neveline Senior, hier ist er. Hier ist er. Das ist ein Brief an Xardas. Xardas ist schon lange kein Diener Innos mehr. Vor einigen Jahren hat er uns verlassen und sich der schwarzen Magie zugewandt. Er lebt in einem Turm mitten im Orkgebiet und widmet sich dort seinen Studien. Okay. Er sagte, er wolle auf seine Art herausfinden, was mit der Barriere nicht stimmt. Interessant. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Okay. Da geht Milton. Cool, eine Kamerafahrt. Na, lange war es ja nicht oben. Normalerweise sieht man das nicht, wenn ich mich in seine... Ach, egal. Koristo war ganz außer sich vor Freude. Er sagt, du kannst zu Torres gehen und dir deine Belohnung selbst aussuchen. Okay. Wo finde ich Torres? Er ist den ganzen Tag draußen hier vorm Tempelgebäude. Nachts ist er wie alle anderen drin, aber nur Magier dürfen das Tempelhaus betreten. Also kannst du ihn nur tagsüber sprechen. Aber es ist ja Tag. Erzähl mir was der über die Feuermagier. Der Kreis des Feuers bezieht seine Macht von der Gnade Innos. Der Gott des Lichts, der Wahrheit und der Gerechtigkeit wacht über uns. Die Magier betrachten sich selber als die Erwählten. Und so behandeln sie auch alle anderen. Ich hatte das Glück, damals aufgenommen zu werden. Koristo hat mich zu seinem Lehrling gemacht. Vermutlich hat er einfach Lust auf Unterhaltung. Seitdem bemühe ich mich jeden Tag, meine magischen Fähigkeiten zu steigern, damit ich in den nächsten Kreis aufgenommen werden kann. So. Koristo hat mich damals erwählt, weil ich eine besondere Sache für die Erzbarone erledigt habe. Ohne, dass du etwas Herausragendes leistest, wird er dich nicht als Lehrling in Betracht ziehen. Du musst außerdem dem alten Lager angehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Koristo ein Mitglied eines anderen Lagers als Lehrling akzeptiert. Das ist nämlich der Punkt, man... Wir sehen uns. Was ich blöd... Jetzt, wo du bei mir bist, können wir ja mal einigen Arschlöchern aufs Maul hauen. Die haben mich jahrelang getriezt. Wenn ich einen von denen sehe, dann sag ich ihnen die Meinung. Lass das lieber. Krieg keinen Ärger. Bloß nicht in der Burg. Kann ich reinkommen? Danke. Dass ihr keinen stört. Was mache ich da eigentlich?
Okay, links, rechts, links, 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 rechts. Okay. Rostiger Zweihänder. Rohstahl, Kurzschwert. Und ich sag, drei rostige Zweihänder. Rostiger Zweihänder. Zweihänder soll man eigentlich erst ab den, wie viel Nackt kriegen? Ich glaube, dritten. Und jetzt habe ich schon einen. 30 Stärke. Zufälligerweise habe ich genau 30 Stärke und macht 61 Schaden. Ich bin zwar ungeübt, aber der Schaden, der macht Bums, weil mein Schwert, das ich jetzt habe, macht nur 20. Und damit bin ich eigentlich so ziemlich, das ist ein Schneider. Links, okay, ich habe gebrochen. Links, rechts, okay. Links, rechts, links. Links, rechts, links, rechts. Rechts, rechts, nee. Links, rechts, links, rechts. Ah, links, rechts, links, rechts. Rechts, links, okay. Falls ich mal das merken will. Okay, jetzt hab ich geguckt, da war ein Stärketrank mit dabei. Der steigert meine Stärke permanent um 3. Soll ich ihn schon nehmen? Na, ich war auch noch ein bisschen damit. Ich meine, das macht eh keinen Unterschied, ob nun oder nicht. Ne, wie habe ich Schaden? Ach ja. Vor dem Fleisch hier. Yum, yum, yum. Ich muss mal loswerden. Zusammen sind wir echt unschlagbar. Nein. Wir könnten das alte Lager übernehmen. Mit den Erzbaronen werden wir schon fertig. Wir sind ja zu zweit. Ich werde mir etwas ausdenken. Du machst mir Angst. Nicht das erste Mal. Erstmal muss ich matt loswerden. Und wird man matt los? Ja. Indem man ihr zeigt, dass man ihn nicht mag. Ich glaube, es ist immer Zeit. Ich weiß, wir schon aufs erste Barone gehen. Ich werde es auch noch tun. Aber erstmal muss ich matt loswerden. Nämlich nachher geht mich Gormes nur, weil ich ihn dabei habe. Ein kurzes Lager rausgehen. Damit mich kein Gedist behelligt. Ich weiß nicht, ob Matt Schutzgeld zahlt. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Ja, ich habe eine Überraschung für dich. Nimm das und das. Er hat genug. Er ist noch nicht tot. 5 Erz, Wasser und ein Knüppel. Gut. Aber er ist noch nicht tot. Ich könnte ihn jetzt umbringen, aber das schafft mir nicht den Genugtuung wie das, was ich jetzt gleich tun werde. Lass auch wieder aufstehen. Hey Mann, du hast mich geschlagen. Was sollte das? Ich schlag dich gleich nochmal. Ich stehe auf Schlagen. Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, Matt, komm zurück. Du blutest. Jetzt will ich Ruhe für ihn haben. Das ist auch gut so. Ganz geschickten Schwenker. Mit Grimm werde ich auch noch abrechnen. Obwohl er noch gar nicht davon weiß, dass ich mit ihm abrechnen werde. Problem ist, wenn ich Matt normal geschlagen hätte, dann wäre er abgehauen und wäre später wiedergekommen. Halt, was willst du hier? Ich will hier rein. Machst du Witze? Ja. Frag das doch mal Torus. Werde ich. Wenn du gelogen hast, bist du tot. Soll das heißen, ich kann jetzt reingehen? Ja, geh schon. Danke. Geht doch. Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Raven, Gormes rechte Hand. Jeder, der hier ist, um mit Gormes zu reden, redet vorher mit mir. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Ich habe eine Ladung Kraut für Gormes von Cor Kalom. Bartolo kümmert sich um diese Sachen. Gormes selbst gibt sich nicht mit Boten. Du findest ihn in der Kammer hier rechts hinter dem Eingang oder in der Küche im großen Turm. Es war doch klar, nachts schläft er natürlich. Da würde ich es nicht wagen, ihn zu stören. Gott sind alle hier mal gereizt. Kaum hält sie mal für wichtig, schon müssen sie einen auf dick machen. Wer bist du? Ich bin Bartolo. Ich kümmere mich um die Versorgung der Erzbarone.
Ich regle alles. Von Krautlieferungen über Essen bis hin zur Versorgung der Frauen. Quatsch. Außerdem sorge ich dafür, dass die beiden idiotischen Köche ihre Arbeit gut machen. Sie sollten mir dafür dankbar sein. Gomez lässt sich nicht jeden Fraß gefallen. Die letzten beiden hat er an die Snapper im Fluss verfüttert. Nett.